Was geht ab, meine kleinen Schildchen? Herzlich willkommen, ja, zu diesem kleinen Special namens Cat Mario. Und nachdem der Bram mit Anfer Mario vorgelegt hat, also, by the way, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, habe ich mir ein paar Kommentare durchgelesen und da wurde ein Spiel angepriesen namens Cat Mario, was man jetzt ja eigentlich überhaupt nicht lesen kann, weil ich kann kein Asiatisch, was auch immer das sein soll, ja. Und da habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich perfekt zu mir passen, weil Katze Cat Mario, miau! Und es soll wohl auch irgendwie so eins von diesen Arschloch-Spielen sein, ja. Also, nachdem ich ja schon recht viele Happy Wheels-Folgen gemacht habe, gucke ich jetzt mal in das Browser-Game rein. Keine Ahnung, was das kann, ja. Man sieht schon, das hier wird wohl dieser Cat Mario sein. Und ich weiß eigentlich das auch überhaupt nicht, wo ich hier draufklicken muss, ja. Also, das scheint wohl der Titel des Spiels zu sein. Und die Mucke ist sowas von ultimativ nervig. Ich glaube, oben muss man drauf. Ah, okay, alles klar. Es gibt auf jeden Fall auch verschiedene Level. Und das scheint das erste zu sein. 3 Leben habe ich. Oh, erstmal fett die Mario-Mucke geklaut, sagst du. Wie springe ich denn? Ach so, okay. Muss ich mit Leertaste auch was machen? STRG nicht. Okay, also ich darf mich auf jeden Fall nicht von diesen Viechern treffen lassen. Davon gehe ich einfach jetzt mal stark aus. So, das ist ja wohl noch machbar hier. Okay. Okay, what the fuck? Was ist denn das für ein Trick? Warte. Ach, scheiß drauf. Egal. Kann man auch wie Mario hier alles kaputt machen? Oh ja, kann man. Mit super geilen Animationen hinterlegt. So, da sind... Alles klar, aber ich will da oben. Ja, da oben müsste eigentlich mal so ein Dingens rauskommen. Das ist aber ein Gegner. What the fuck? Okay, kein Problem. Warte, der muss aber erst da weg, sonst kann ich nicht weiter. Oh, okay, warte. Ja, oh! Okay, warte. Alles klar, das müssen wir uns merken. Wir müssen uns das alles merken. Okay, 2 Leben habe ich noch. So. Das Ding hat nicht funktioniert. Hier oben kam ein Gegner raus. Wie machen wir das denn jetzt hier? Okay. Ja, okay. Stimmt, das war auch der Trick früher. Weil wenn man dagegen läuft, dann kommt da die Pflanze nämlich nicht raus. Dann konnte man da immer schön hochspringen. Also so jetzt. Okay, okay, alles klar. Ach, scheiß drauf, drüber springen, würde ich sagen. Warte, ich muss erst an die Seite, weil da kommt jetzt bestimmt wieder so ein Viech raus. Oder auch nicht. Kann man da rein? Oh, man kann sogar da rein. Okay, alles klar. Also es scheint sehr ähnlich dieses Games Anfer Mario zu sein. Also hier passieren scheinbar immer irgendwie Sachen, die man nicht erwartet. Aber ich finde, er könnte auch so Miau-Geräusche machen, immer wenn er so springt, so Miau! Okay, scheiße, das war jetzt echt ein bisschen dämlich von mir. Warte, aber wir haben... Wieso zum Teufel kann ich weiterspielen, obwohl ich 0 Leben habe? Okay, scheiß drauf. So, der ist weg. Alles klar, jetzt können wir mal ein bisschen hier durchrushen. Hier dürfen wir nicht reingehen. Und hier passiert doch bestimmt auch wieder irgendwas. Ah, fuck, du Hure! Okay, alles klar. Ich wusste es. Minus 1. Ah, okay, das ist so ein Death Counter. Ach so, von wegen so wie viel Minusleben man hat, desto beschissener ist man quasi. Ich meine, ich habe mir ja so ein bisschen was von dem Anfer Mario angeguckt und da ist das ja auch so. Man rechnet ja nie mit so einer Scheiße. Warte. Also muss ich ja jetzt in so einem hohen Bogen darüber springen, warte. Man stellt das übrigens nur mit den Pfeiltasten. Oh, da ist ein Pilz! Leute, du! Du Hure! Oh mein Gott! Oh, ich will wissen, ob ich groß werde durch den Pilz. Okay, alles klar, nochmal von vorne. So, pass mal auf, Leute, wir machen das jetzt hier mittlerweile voll durchrush-mäßig, ja? Das ist nämlich voll easy und so. Weil wenn man nämlich einmal die Tricks raus hat, dann ist das nämlich voll kein Problem mehr hier, ja? So, jetzt fällt der da runter, ja? Bullshit, Junge, du kannst mich mal am Arsch lecken. So, komm her mit dem Pilz. Okay, ist aber nichts passiert. Heißt also, wir springen jetzt da oben hin. Ja, weil wir uns nämlich nicht ficken lassen. Und da ist die erste Fahne! So, heißt also, wir starten ab jetzt immer hier. Komm her. Starte ich jetzt bei der Fahne? Okay, alles klar. Okay, den Stern darf man nicht einsammeln. Na gut, immerhin. Aber ich muss eigentlich nur durch das Level kommen. An sich ist das doch überhaupt gar kein Problem. So, jetzt kommt da wieder so ein Viech rausgeschwommen. Nein! Ach nee, nicht im Ernst jetzt, oder? Ach, ihr seid doch Huren, seid ihr doch, ey. Komm. Was? Achso, ich dachte, man könnte nicht mal da reinspringen. So, okay, komm. Minus 4 Punkte, Mami. Warte, das Spiel ist bei mir so laut, ne?
Ach du Scheißkind, ey. Das ist doch Bullshit, lol. Ach, ihr wollt mir jetzt sagen, dass ich jetzt erst alle Dinger hier zu machen kann, bevor ich da runterfallen kann? Wir bleiben noch cool. Also alles prima, ja. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass wir so einen Zwischenstopp haben, ja, wie bei Mario. Und du willst mir jetzt erzählen, dass ich jetzt... Warte. Du Hure! Jetzt fall da rein, du verficktes Scheißteil. Meine Fresse. Aber wir... Ah, okay, warte, ich muss vielleicht da... Aber das Problem ist... Ah, okay, ich hab eine Idee. Aufgepasst. Warte. So, jetzt hochspringen. Jawohl, Junge! So machen wir das nämlich jetzt hier. Du Hurenwolke! Oh mein Gott. Alles klar, egal. Wir haben uns gemerkt, wir speichern alles in unserem Kopf ab. Okay, alles kein Problem. Alles. Das ist voll schwierig, schon mit einer Hand zu steuern. Warte, okay. Ja! Oh, nein! Oh Mann, ich... Lol. Irgendwie bin ich nochmal auf die obere Falltaste gekommen. Minus 8, ja, alles noch cool, ja. Das erste Level. Ich meine, wir sind ja Menschen, wir sind ja schließlich lernfähig. Heißt also, wir wissen, was passiert. Warte. Ich hab einen Frosch im Hals. So, alles klar. Okay, noch. Du! Boah. Alter. Aber das ist voll die gute. Eigentlich ist das voll das. Voll die gute Lernmethode. Weil ich muss euch nämlich erzählen, ja. Früher. Ach, scheiße! Früher. Wisst ihr, wie ich Vokabeln gelernt habe? Ich meine, ich will meinen Vater jetzt nicht als böse darstellen oder so, ne? Aber das war früher so, dass wenn ich ins Vokabelheft meine Vokabel geschrieben habe, ja. Und ich habe auch nur einen Fehler gemacht, dann wurde die Seite rausgerissen und ich musste die komplette Seite nochmal schreiben. Ja? Also selbst wenn ich nur. Ich habe so ein Wort geschrieben und wenn ich mich dann nur kurz verschrieben habe, dann sofort ratsch Seite raus und du schreibst das jetzt nochmal. Ich meine, das war zwar, das hört sich jetzt voll assi an, aber so habe ich die Vokabeln irgendwie 5000 Mal geschrieben und dann irgendwann konnte ich sie dann einfach, ja. Das muss man sich jetzt einfach mal, ja, also nicht, dass das jetzt eine geile Lernmethode war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meinem Vater, als ich so irgendwann so, keine Ahnung, 22 war. Ach komm, das ist doch scheiße, ich sollte nicht reden, während ich die Scheiße hier spiele. Wo war ich jetzt? Habe ich ihm irgendwann, wo ich über 20 war, habe ich ihm dann auch mal gesagt, dass ich das nicht so prickelnd fand. Und da hat er gesagt, ja, das war vielleicht auch ein bisschen übertrieben, Mami. Ach komm, wieso? Ich sollte echt nicht reden, während ich dieses verfickte Spiel spiele. Noch jetzt mal mit Concentration hier. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ich muss mich jetzt mal richtig hinsetzen. So, warte. Ja, diesmal hast du mich nicht gefickt, das sag ich dir aber. So, jetzt springe ich hier hin. Die Wolke kann mich mal. Jetzt kommen die Scheißviecher an. Na komm. Komm. Nein! Lol. Was ist denn das jetzt für ein Trick? Ich hänge in dem Level drin. Lol. Aber geil, ey. Ha! Deine Mutter! Habt ihr gesehen, wie ich dem einfach rausgewichen bin, obwohl ich wusste, dass da nichts kommt? Was war das denn jetzt für ein Trick? Was war das denn jetzt für ein Trick am Ende? Okay. Ich frag mich ja, was eher da war. War Cat Mario eher da oder war Unfair Mario eher da? Weil es ist ja wohl unbestreitbar, dass das hier voll der Abklatsch ist. Was das natürlich nicht weniger witzig macht, aber... Ah! So, jetzt kommt wieder dieser Laser an. So, jetzt muss ich mich bewegen, oder? Kann ich dagegen halten? Ich versuche das dagegen zu halten! Da gibt es irgendeinen Trick, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendeinen Trick gibt. So. Ach, ficken! Jetzt geh da rein! Geh da rein! Du Hure! Du. So. Ficker, ey. Aber wie soll man das denn machen? Ich konnte mich ja nicht mehr bewegen. Das Level ist also im Prinzip nicht machbar, oder was? Okay. Ach man, ey, man springt doch immer jedes Mal irgendwie so. Ohne Spaß, die Steuerung ist so mega schwammig einfach. Okay, nochmal.
So, hier. Ja, no problem. So, zack. Ja, es ist, wir machen das hier mittlerweile schon wie so ein asiatischer Pro-Gamer, ey, weil wir einfach die geilsten. Warte, jetzt kommen die Scheißviecher wieder. So. Jetzt erst warten. Oh. Ja, so ist gut. So, jetzt kommt der Laser wieder. Aufgepasst. So. So, was ist das? Was ist jetzt der Trick? Was ist jetzt der Trick? Ich kann nichts machen! Okay, da gibt's irgendeinen Trick. Hundertprozentig. Lol, ich kann nicht mehr steuern. Was? Oh Gott, ich hab das Browserfenster verrückt. So. Okay, jetzt kann ich wieder steuern. Ich hätte nicht auf die Tastatur schlagen sollen. Ja, okay, komm. Okay, jetzt wäre ich fast wieder da runtergelaufen, ey. Man muss sich sowas von konzentrieren bei diesem Spiel. Kann ich eigentlich hier runter? Nein. Da muss es hundertprozentig irgendwie so einen alternativen Eingang geben. Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ah, ich weiß es! Ich weiß es, ich weiß es. Passt auf. Man kann hier draufspringen. Fuck! Man kann hundertprozentig auf dieses Ding draufspringen, um dann über das Ziel hinauszuspringen. Ja, komm, bla bla, verpiss dich, du Drecksteil, ey. Jetzt lass mich weiterspielen. Ja, minus 21, ey. Mein Gott, das ist ja wohl voll noch im Rahmen, ey. So, warte. So, pass auf. Das ist hundertprozentig des Rätsels Lösung. So, komm hier. Zeigt euch, ihr Scheißviecher. Ja. So, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Nein! Oh, lol. Scheiß, das funktioniert nicht. Aber ich muss trotzdem über das Ziel drüber springen. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass das nicht funktioniert. Hätte ja sein können, dass das irgendwie so ein Brett ist, auf das wir steigen müssen. Ohne Spaß, die Mucke ist sowas von behindert einfach. Hoffentlich meckert YouTube da nicht. Ah, ihr habt so komische Musik von einem Mario-Spiel, Mami. Ach komm, ist mir auch scheißegal, ey. Komm hier mal am Arsch lecken. Fuck, wieso springe ich jetzt schon wieder da runter, ey? Oh, ich wollte gerade auf Escape und R drücken, um das Spiel zu resetten, aber das geht ja hier nicht. Jetzt muss man sich erst diese behinderte Animation wieder reinziehen. Ich lauf dahin! Okay, next try. Also man kann ja auch nicht wirklich Anlauf nehmen. So, jetzt machen wir das aber. Nein! Okay, ich dachte, ich würde sterben, wenn ich auf das Rohr drauf springe. Egal. So. So. Alles klar, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Warte. Oh. Fuck! Man kann auch wirklich nichts machen. Man kann nichts machen. Ich muss irgendwie über diesen Nippel springen, ey. Boah, diese Musik war ohne Spaß, ey. Ich glaube, die Musik ist so wirklich das, was einen aggressiv an diesem Spiel macht. Aber egal. Ich meine, wie viel Tries haben wir jetzt schon? 22 plus die 3 am Anfang. Aber mittlerweile kenne ich das Level ja. Also das, eigentlich ist, macht das eigentlich auch nur Sinn, dieses Spiel nur einmal zu spielen. Also pro Level, weil irgendwann weiß man ja, was passiert. Ich weiß nicht, wie das bei Unfair Mario ist, ob da etwas immer wieder anders ist. Du kannst aber auch nicht wirklich. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Jetzt weiß ich's. Jetzt kriegen wir das hin. Scheiße. Ich dachte, man könnte das auch in einem Mal schaffen. Nein, kann man nicht, Hadi. Da musst du schon auf den Nippel davor springen. Ja, ist ja gut. Nein! Oh Mann, ich denke einfach nicht nach. Oh. Egal. Komm, lass mich weiterspielen. Mal sehen, ob wir es unter 30 schaffen. So, wir müssen jetzt aber dahin springen. Dahin. Jetzt kommen die Viecher wieder. Ach komm, ey, wie schnell fallen die denn da runter? Ja. Okay, warte. Da ich jetzt, glaube ich. Ah, das war knapp. Okay, so. Weiterlaufen. Jetzt kommt dieses verfickte Drecksviech hier wieder. Okay, jetzt aufgepasst. Fuck! Nein! Oh Mann, ich muss dieses Ding abwarten, weil wenn wir ganz von der Kante abspringen wollen, dann schaffen wir das nicht, weil wir in diesen komischen gelben Penis reinlaufen. Okay, warte. Warte, so, ja, so ist gut.
Ja, okay. Okay, Moment. Okay. Jetzt ist Concentration angesagt. Jetzt ist Concentration angesagt. Ja, jetzt passt auf. Jetzt schaffen wir das. Ja, fick dich, ja. Nein! Oh, okay, alles klar. Habe ich es geschafft? Ich muss in die Burg rein, oder? Nee. Was muss ich denn hier machen? Man kann da weiterlaufen, aber ich glaube, dass ich sterben werde. Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich da runterfallen? Och nee, komm, oder? Oder muss ich da runterfallen? Irgendwas muss ich hier machen. Ihr Huren! Ich muss da runterfallen, oder? Man kann... Okay, warte. Was ist der Trick an der Sache? Ich meine, ich hab's doch schon kapiert jetzt. Gibt's noch eine andere Taste, die ich drücken kann? Ich muss jetzt nach unten drücken müssen vielleicht. Nein! Okay, egal. Okay, wir machen das. Wir machen das schon. Okay, alles klar. Boah, ich bin jetzt voll concentrations hier. Also voll konzentriert. Wollte ich damit sagen. Ja. So. Alles klar, wir springen jetzt. Und wissen ja, wie es läuft. So. Ja, komm, fick dich, ey. Einfach alles too easy. So. Wie geht denn? Jetzt muss ich da dran. Jawohl. Ich bin einfach zu weit gelaufen. Ich bin zu weit. Habe ich es geschafft? Lol. Jetzt kann man... Dann öffnet sich so ein verficktes Werbefenster. Ey, verpisst euch. Was ist denn das jetzt? Ah, das sind wahrscheinlich die anderen Spiele noch, die man spielen kann. Verpisst dich. Okay, so. Alles klar. Ja, dann machen wir jetzt aber jetzt mal eine kleine Pause. Das nächste, wir gucken uns in der nächsten Folge an. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es wieder heißt, boah, was sag ich denn jetzt? Cat Mario, Hardy, Miau! Der Hardy einfach geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Der Hardy einfach geil ist.